Ja. Ich glaube, ich habe nicht mal so viele. Ich glaube, ich habe nicht mal so viele Bälle eigentlich, aber gut. Pan, Pan! Er benutzt die Feuermaske gegen meinen Koloval. Perfekt. Sehr schön. Pan, Pan! Und er hat auch hier die spezielle Tiere-Maskenform. Ja. Es hat seine Maske Terra kristallisieren lassen. Jetzt zeigt es uns seine wahre Kraft. Erinnerungskraft von Ogapon wirkt. Kann ich es in dem Zustand überhaupt... Ja, okay, wir gehen einfach auf Wacker-Durchstoß. Mal gucken, ob wir überleben. Ich will meinen Rabigato zurück. Er crittet mich einfach weg. Er crittet mich einfach weg. Ich weiß nicht von welchem. Okay, aber eigentlich sollte Skelabra ganz gut sein. Der sollte die Angriffe eigentlich resisten. Krankenkeule, Feuerfänger. Oh, macht sogar echt guten Schaden. Könnten wir theoretisch jetzt einen Ball werfen? Nee, geht nicht. Okay, wir müssen es erstmal bekämpfen. Okay, kein Problem. Ich weiß nicht, ob er noch... Ich glaube, der hat keine Attacken gegen Skelabra. Der hat keine Attacken gegen Feuerfänger. Okay. Spukball. Ne, er spammt nur Grasfeld. Also, ich schätze mal, er hat wirklich nur Feuerattacken gerade. Oder halt nur die Rankenkeule und Grasfeld. Ne. Okay. Dann nochmal Spukball. Ich bin mal gespannt, ob man gegen alle Masken kämpfen muss. Die Erinnerungen an die Abenteuer, die es mit dir erlebt hat, geben Ogapon Kraft. Oh, nee, wir müssen es in jeder Maskenphase mal bekämpfen, scheinbar. Okay, okay. Das ist wild. Das ist tatsächlich sehr wild. Jetzt hat es eine Antwort gegen uns eigentlich sogar. Erinnerungskraft. Spezialverteidigung, ja. Egal, wir werden trotzdem. Okay. Ich gehe mal auf dich, weil du resistest Wasser. Ah, okay, er hätte noch Fußkick gehabt. Meine letzten Monster sind alle speziell, ne? Okay, ne, Eisenhand haben wir noch. Wir haben noch Eisenhand. Den kann ich noch benutzen. Komm, wir gehen aufs Ganze.
Wir gehen selber auf die Terra-Kristallisierung. Junge, richtiges Story-Team. Hätte ich mal gescheite Movesets auf die Pokémon draufgepackt. Okay, er verschwendet einen Zug mit Grasfeld, was eigentlich nicht schlecht ist, weil wir heilen damit gleich ein bisschen den Recoil-Damage auch weg. Und Stromstoß sollte guten Schaden anrichten. Sehr guten sogar. Okay, einfach fast One-Hit, warum nicht? Wir gehen trotzdem nochmal auf Stromstoß. Schade, dass er so knapp überlebt hat. Aber wir können es jetzt besiegen. Und gleich kommt dann... Obwohl, kämpft er mit allen vier Masken? Ich glaube, der kämpft sogar mit allen vier Masken. Mal gucken. Die Erinnerungen daran, wie ihr die Masken zurückgeholt habt, geben Ogapon Kraft. Gesteinsmaske jetzt. Mal gucken, ob wir jetzt noch einen Zug rauskriegen. Wir haben halt den Kampftypen nicht mehr, deswegen resisten wir seine Keulenattacke nicht. Okay, Maske sieht sehr, sehr krass aus. Seine Verteidigung. Ah, okay. Ich probiere mal Nahkampf rauszuhauen, aber... Ich glaube, das überleben wir nicht. In dem Fall war die Terra-Kristallisierung eher so ein Fail, leider. Okay, ich muss Psyana jetzt reinschicken und Top-Beleber auf Eisenhand. Ich brauche Eisenhand wieder. Top-Beleber haben wir noch einen einzigen. Mal gucken, ob das was wird. Überleben, können wir eine Rankenkeule überleben? Boah. Der schlägt richtig erbarmungslos zu. Das Gute ist, wir resisten die Rankenkeule. Weil sie jetzt so ein Typ Gestein ist. Fußkick, macht soliden Schaden. Okay. Das Ogapon sollte gleich weg sein. Ich denke aber mal, dass er halt wahrscheinlich noch mit seiner normalen Grünmaske antreten wird. Die Erinnerung an den Mann, an dessen Seite er es einst gelebt hat, geben ihm... Ja, okay. Er benutzt die Maske auch nochmal. Und wir sind im Grasfeld, deswegen... Ich werde, glaube ich, gar nicht erst versuchen, mit Eisenhand einen Angriff zu landen. Ich werde jetzt irgendwas hochheilen. Erinnerungskraft. Initiative. Okay, das wird jetzt alles outspeeden von mir. Skelabra. Ich hoffe, das Grasfeld endet jetzt einfach nicht. Oder doch endet, besser gesagt. Okay, ist wieder verschwunden. Dann werden wir jetzt einmal mit Skelabra reingehen und auf Hitzekeuler drücken. Aber ich denke mal, die Rankenkeule wird von der Range nicht ausreichen. Ich hoffe einfach, dass wir treffen. Komm, triff einmal den Hitzekoller. Er geht auf Grasfeld. Skelabra, triff. Triff, Bro. Oh mein Gott, er trifft den Hitzekoller.
Du kannst es jetzt noch nicht fangen, ich bemesse noch eine weitere Kostprobe deiner Stärke. Mhm. Mal gucken, ob die Rankenkeule reicht. Ich denke mal schon, durch Grasfeld. Okay, Janmega, du hast eine vierfache Resistance. Du hast eine vierfache Resistance gegen Pflanze. Es enttäuscht mich nicht. Käfergebrumm. Junge, das wäre es gewesen, hätte der Slam gereicht. Und tschüss, oder? Yes! Janmega, du bist es. Crit. Du bist so stark, Rev. Zwischen uns liegen echt Welten. War auch ein kleiner Krampf an sich, aber haben wir gut gehandelt irgendwie. Ogapon scheint dich endlich ausgepowert zu haben. Das ist die Gelegenheit, das zu fangen. Oh, ich kann mir den Ball sogar aussuchen. Komm, wir nehmen den Freundesball. Der passt farblich auch echt gut. Jetzt bricht er so aus. Nee. Klasse, Ogapon wurde gefangen. Im Freundesball. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Ogapon, Masken-Pokémon. Türkisgrüne Maske. Okay, in der Form ist es nur vom Typ Pflanze. Sein Typ ändert sich je nach aufgesetzter Maske. Es führt Gegner mit seinen flinken Bewegungen und Tritten an der Nase herum. Okay. Ogapon vertraut dir die Fundamentsmaske, die Brunnenmaske und die Ofenmaske an. Du verstaust die Masken in der Trainingstasche.